Das ist eine schwierige Frage. Allerdings denke ich, fände ich es interessant, mal Emma Watson zu treffen. Ich mag so ziemlich alle ihre Filme, in denen sie mitspielt und ja, verfolge sie auch ein bisschen auf Facebook und habe auch gesehen, dass sie sich generell engagiert, sowohl politisch als auch sozial. Und ja, ich würde gerne erfahren, wie es ist, wenn man berühmt ist natürlich und trotzdem irgendwie ja, authentisch rüberkommt und sich für das einsetzt, wofür man auch steht. Ja. Also ich denke, meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich ehrgeizig bin und gerade durch meine Verletzung musste ich mich oft durchbeißen und ja, deswegen ist halt dieser Gedanke, niemals aufzugeben, egal in welcher Phase du bist, denke ich, sehr prägsam für mich. Und gerade neben dem Feld bin ich sehr gut organisiert, also ich bin ein Mensch, der weiß gerne, was am nächsten Tag passiert, wann und wie, wohin ich muss und ja, ich denke, das macht mich aus. Ja, richtig Rituale habe ich nicht. Meistens esse ich dasselbe vorm Spiel und gehe auch zur gleichen Zeit los. Habe allerdings meine Stammplätze, also sowohl beim Aufwärmen, beim Einlaufen als auch beim Einschlagen stehe ich gerne an der gleichen Stelle, fühle mich dadurch wohler und ja, genau, sowas.